Wir starten auch dieses Mal wieder mit einer kleinen Eilmeldung. Stellt euch darauf ein, dass der Vlog relativ spät losgeht. Ich bin nämlich jetzt gerade erst in der Sekunde heimgekommen, also um circa 10:45 muss jetzt gleich noch was zu essen machen und im Anschluss kann ich erst anfangen, den Themenzettel zu schreiben. Wird also entweder Late Night, im allerschlimmsten Fall Übergang ins Frühstücksfernsehen, das sehen wir dann, aber keine Sorge, wir setzen uns dort auf jeden Fall noch zusammen, denn es gibt einiges zu besprechen und eine Sache, die ist so brandaktuell, beziehungsweise die ist so relevant, die verdient ein eigenes Video, was ihr jetzt direkt als erstes zu sehen bekommt, denn die nächste Verschwörungstheorie. Ja, ich sag's jedes Mal, ist mal wieder Realität geworden. Worum geht's diesmal? Wahrscheinlich habt ihr das alle mitbekommen. Die ständige Sumpfkommission, die Wissenschaft persönlich, ist der Politik folgend gekippt. Ja, war absehbar, wurde ja auch angekündigt, nachdem massiv Druck ausgeübt wurde von politischer Seite, was ja angeblich gar nicht stattgefunden hat. Nein, 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 nein. Spanien hat betont, es hätte alles nichts mit nichts zu tun und die ständige Sumpfkommission wäre völlig autonom, völlig autark auf ihre Neubewertung gekommen. Das kann man jetzt glauben oder auch nicht. Ich meine, ich bin ja auch der Kaiser von China, könnt ihr mir jetzt glauben oder auch nicht. Ihr versteht schon, was ich meine. Und nun empfiehlt die ständige Sumpfkommission die Sumpfsuppe doch für alle Kinder ab 12 Jahren. Spannenderweise hat selbst das RBB-Inforadio von einem plötzlichen Sinneswandel gesprochen und hat da schon zwischen den Zeilen ein bisschen das durchblicken lassen, was eigentlich viel stärker thematisiert werden muss. Denn angeblich hätte die ständige Sumpfkommission ja nun neue Daten ausgewertet, neue Erkenntnisse bezüglich der Verträglichkeit. Und die hätten da hätten belegt, angeblich US-amerikanische Daten, also je weiter weg, desto besser, kann man schwerer nachprüfen, die hätten angeblich belegt, dass der Nutzen das Risiko bei weitem überwiegt. Ach so, erinnern wir uns mal kurz daran, was bisher die Begründung der ständigen Sumpfkommission war. Nur mal ein bisschen Revue passieren lassen, was Merkens und Co. in Interviews ausgesagt haben. Es ging darum, dass erstens noch Daten zu den Nebenwirkungen fehlen. Okay, möglicherweise gibt es die jetzt, kann man jetzt halt wie gesagt glauben oder auch nicht. Und zweitens, dass Kinder in der Regel ohnehin seltenst, wenn überhaupt, von schweren Verläufen betroffen sind und die ständige Sumpfkommission bisher keinen Nutzen darin gesehen hat für die Kinder, weil Kinder eben in aller Regel kaum bis gar nicht betroffen sind von der Zombie-Seuche. So, zumindest letzteres hat sich, soweit ich weiß, nicht geändert. Auch nicht laut US-amerikanischen Daten von dem, was ich mitbekommen habe. So, man beruft sich also jetzt zu 100% aktuell darauf, dass es ja neue Daten bezüglich der Verträglichkeit gäbe und die Nebenwirkungen wären ja bis auf ein paar Herzmuskelentzündungen, die alle ganz unkompliziert waren, wären ja absolut überschaubar, wären ja vor wenigen Tagen wieder abgeklungen und deswegen überwiegt ja der Nutzen dem Risiko. Keine Silbe dazu, ob das den Kindern überhaupt irgendwas bringt, denn das war die bisherige Argumentation. Es ging darum, ziehen die Kinder einen Vorteil daraus, wenn sie sich das reindrücken lassen. Gegenübergestellt mit den möglichen Risiken, auch wenn sie noch so klein seien, Unwohlsein ein paar Tage ist auch nicht schön. Muss man nicht riskieren, wenn man nichts von hat, jetzt ganz platt gesagt. Das war die bisherige ständige Sumpfkommissionsargumentation. Und nachdem politisch Welle gemacht wurde, nachdem einige Ministerpräsidenten und ja, nicht nur Ministerpräsidenten, auch ja, Senatoren und so weiter und so fort und den Gesundheitsminister, tut mir leid, dass ich diese Figur überhaupt noch so bezeichne, aber es ist nun mal der offizielle Titel, nachdem die massiv versucht haben, Druck auf Schüler und Eltern auszuüben, teilweise Rundschreiben formuliert haben, dass die Kinder doch gefälligste Suppe konsumieren sollen. Ja, nach all dem, was in den vergangenen Wochen passiert ist, kippt nun die Sumpfkommission und teilt mit, ja, wir sprechen doch die Empfehlung aus. Wo riesengroß Welle geschoben wurde auf Bundesebene, how dare you, ständige Sumpfkommission, wie könnt ihr euch das erdreisten? Also die Nicht-Empfehlung auszusprechen. Hat man die ständige Sumpfkommission ja schon nur entmachtet, mehr oder weniger, nachdem man monatelang richtig drauf rumgeritten ist, was die sagen, das ist die einzig wahre Wissenschaft, hat man dann, als die ständige Sumpfkommission ausgeschert hat und gesagt hat, nee, das können wir nicht empfehlen, hat man dann gesagt, jetzt ist ja nur eine Empfehlung und ein ehrenamtliches Gremium ist ja nicht verbindlich und kann man ja irgendwie auch links liegen lassen. Das war dann die Reaktion von Seiten der Politik. Und ich habe ja schon gesagt, mal schauen, wie lange es dauert, bis eben jene Sumpfkommission kippt, einfach um auch ihren öffentlichen Einfluss nicht zu verlieren. Denn wenn man von der Politik entmachtet wird, wenn man medial entmachtet wird, aufs Abstellgleis geschoben wird, gesagt wird, ja, 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 ihr seid ja nur eine, ist ja eigentlich völlig irrelevant, was ihr macht, ja, dann gibt es nicht sonderlich viele Möglichkeiten, um den alten Status zurückzubekommen, wenn man eben sieht, wir müssen die Politik wieder auf unsere Seite ziehen. Und meiner Meinung nach war auch das da der ausschlaggebende Grund, dass man jetzt doch der politischen Forderung folgt, also Wissenschaft frei Haus geliefert, mutmaßlich auf Moody's Anruf hin,
Und naja, jetzt steht man natürlich öffentlich ein bisschen doof da und muss das Ganze möglichst schön zurechtschwurbeln, damit das irgendjemand glaubt, weil man sich wundervoll selbst widersprochen hat. Und wie gesagt, ich sage nicht, dass es ja sein kann, oder ich zweifle jetzt nicht pauschal an, dass es nicht neue Erkenntnisse bezüglich der Verträglichkeit geben könnte. Okay, man hat trotzdem von Nebenwirkungen berichtet, teilweise nicht ganz so schöne, aber man hat keine Silbe dazu gesagt, ob nun ein größerer Nutzen für die Kinder nachgewiesen wurde. Ja, das hat man völlig aus der Debatte genommen, da will man offensichtlich nicht drüber reden, ja warum bloß? Und man hat sogar noch argumentiert, ja die schwereren Nebenwirkungen, die werden ja auch beobachtet, also jetzt beispielsweise Herzmuskelentzündungen bei Kindern, die die Zombie-Seuche hatten. Das kann ja auch eine Zombie-Seuche-Nebenwirkung sein. Also, liebe ständige Sumpfkommission, wollt ihr mich verarschen? Also jetzt mal einen kleinen Realitätscheck. Jede scheiß Erkältung kann eine Herzmuskelentzündung nach sich ziehen. Das ist ziemlich unschön. Das ist absolut bekannt. Können Grippefälle nach sich ziehen, können Erkältungen nach sich ziehen. Fast jede entsprechende Erkrankung kann das. Natürlich ist es auch nicht ausgeschlossen, dass auch die Zombie-Seuche das kann. Aber das als Argumentation jetzt heranzuziehen, ja, das kann ja auch passieren, wenn die Kinder die Zombie-Seuche hatten. Ja, das kann auch passieren, wenn die Kinder eine Rotznase hatten, so platt das jetzt auch klingt. Also da sieht man, auf was für einem Niveau die argumentieren. Wir wissen wahrscheinlich selber ja, ganz so stichhaltig ist unsere Argumentation jetzt nicht. Wir widersprechen uns da extrem. Wir sind mitten in einem sehr auffälligen Sinneswandel gefangen. Aber nachdem Spani ja nun beteuert hat, ich habe es heute im Radio gehört, den Ausschnitt aus der Pressekonferenz, also wirklich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nachdem der Spani beteuert hat, dass die Politik ja keinen Druck ausgeübt hat, da werden wir das natürlich alle ganz, ganz brav und obrigkeitshörig glauben und morgen mit den 12-Jährigen zur Suppenküche rennen. Ich hoffe nicht, aber das entscheidet natürlich ihr für euch selber. Ich finde es einfach nur ekelerregend, wie man es offensichtlich in Absurdistan geschafft hat, die angebliche Wissenschaft so massiv unter den Pantoffel der Politik zu stellen. Ja, natürlich mit öffentlichem Druck und ja, Reputationsverlust und so weiter und so fort funktioniert das ganz gut. Aber so sollte es nicht laufen. So sollte es wirklich nicht laufen. Und dass man jetzt plötzlich, einen Monat nach der vorherigen Einschätzung, völlig neue Daten haben will, ja, okay. Ich fliege jetzt zum Mond und kaufe mir eine Lasagne.